Happy Birthday to you. Du magst doch Kekse. Ja. Alle schauen mal, er ist am Spielfeld. Emma! Ja! Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben einen Wochenvlog für euch. Okay. Und ich habe was für dich. Und was? Soll ich es jetzt geben? Ja, das, was du im Zimmer jetzt gemacht hast, was denn? Was zum Teufel? Ja, aber was ist das? Etwas. Okay. Was ist das? Sexy, oder? In diesem Video geht es um Massis Geburtstag. Also wir haben Massis Geburtstag gefeiert. Und wir waren bei Sanos Match zuschauen. Schaut es euch einfach an. Los geht's. Und wir haben verloren. Sano, sag das nicht schon. Willkommen zu Massi Nuris Geburtstag. Massi Nuri feiert einmal im Jahr Geburtstag und wir feiern ihn gemeinsam mit ihm. Das ist die gesamte Geburtstagsparty. Das ist mein Geburtstag. Nein, du kriegst noch dein Geschenk. Mein Geschenk kriegst du später privat, also nicht auf YouTube, okay? Ja, aber das ist vielleicht nicht gut genug. Es geht ja nicht ums Video. Nein, weißt du was? Man kann nicht alles ins Video nehmen, aber weißt du? Wenn du mir danach eine Dings gibst, eine Umarmung, das ist kein Geschenk. Nein, ein Kuss auf die Wange. Ihr fragt euch, warum wir Massis Geburtstag so klein feiern. Das Ding ist, er ist in einem Alter, wo man im Leben nicht mehr so glücklich ist und auf Geburtstage sich freut, okay? Sagst du was nicht? Also wenn ich 28 bin, feiere ich trotzdem. Ich bin auch schon langsam in einem Alter, wo ich mich nicht mehr über das Leben freue, wenn ich morgens aufwache. Du wachst nicht morgens auf. Sondern? Nicht hier, bei Ali. Bei Ali. Ich habe das Gefühl, dass auf YouTube so verlangt wird, dass man immer was Schönes macht. Okay, schaut mal her, was wir machen. Gibt es etwas Schöneres, als Sano Nuri rübsen zu hören, während die Lahmacun isst? Gibt es etwas Schöneres, als Sahar Nuri anzuschauen? Gibt es was Schöneres, als Massi Nuri? Und das ist unser Leben, das zeigen wir euch. Mehr haben wir nicht zu bieten, es tut uns leid. Alles ist fake bei uns, ist nur für die Kamera, die anderen Tage. Das ist die Realität. Was? Was? Das ist die Realität. Alles andere ist fake. Das Ding ist auch, unsere Mutter ist nicht da. Sie ist gerade in Las Vegas oder schon zurück nach Kanada geflogen. Ich weiß es nicht. Soll ich dir eine lustige Story erzählen? Erzähl mal. Ich habe heute die Close Friend Story von unserer Tante angeschaut, die gerade ja mit ihnen dort ist. Ja. Er hat sich so gefilmt und ich habe im Hintergrund, ohne Witz jetzt, ich mache keinen Spaß, okay? Ich habe im Hintergrund Mama reden gehört, wie sie irgendwas über dich gesagt hat, dass du zu lange im Bad brauchst oder so. Sie hat sich so beschwert und ich habe dann so drauf geschrieben und so haha, sie lästert gerade über Alibaba. Ja. Und sie hat es dann gelöscht und hat es dann nochmal gepostet und gemutet. Dass man das nicht mehr gehört hat. Weißt du was, Sarah? Deine Geschichte war toll, das freut uns für dich. Aber es ist nicht dein Geburtstag, dass du Geschichten erzählst, okay? Aber danke, 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 danke. Ja, das fühlt mich nicht. Ich esse Tomaten über alles. Sano. Leute, wisst ihr, was nach dem Essen gibt? Was denn? Sachertorte. Also das ist das Geburtstagessen mit der Familie. Und ich war noch nie glücklicher als heute. Ja, weil du auch nicht staubsaugen musstest. Hast du gestaubsaugt? Natürlich nicht, du machst es morgen schön. Okay. Ja. Was hast du Massi gekauft? Schau mal, das bin ich. Oh mein Gott. Noch nie sowas Dreckiges gesehen. Sano, ey, ich mag das nicht. Hä, hey, du hast vor ein paar Wochen das benutzt. Mein Leben ist scheiße. Mhm, genau, du armes Ding. Sina Gomez ist noch Single. Was hat das damit zu tun? Dass du sie klären kannst. Sarah, was hat Sano heute herausgefunden? Dass Sina Gomez und Justin Bieber mal zusammen waren. Massi, komm mal. Massi, komm mal. Komm. So. Schau, wir halten es simpel, weil es ist dein Geburtstag und du magst simple Sachen, okay? Sag beruhig dich. Warum bist du eigentlich hier? Also es ist ein Familientreffen hier. Tot. Sano, dein großer Bruder hat Geburtstag. Sano, berühr mich nicht, Mann. Sano, berühr mich nicht, Mann. Wo hast du Deutsch gelernt? Nerv mich nicht. Sano, berühr mich nicht, Mann. Gib mir nicht das rauf. Ja, auf einen Teller. Sag, ja, komm jetzt. Weißt du, ich helfe euch mit Absicht dieses Mal nicht, diese ganze Woche lang. Du hast mich heute angerufen und mich gefragt, wo Eier im Supermarkt sind. Ich weiß, wo die Eier sind, aber nicht, wo die im Supermarkt sind. Ein kaputter Vogel im Kopf. Schau, die Größe von mir Sachen an, komm. Okay. Ja, Sano, du bist schon um ein Stückchen größer als sie. Ja. Weil wir keine Kerzen haben, werden wir nicht singen, oder? Wer sagt das? Wir werden so tun, als wären sie da und dann pustet ihr in die Luft. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Massi. Heinrich. Happy Birthday to you. Wünsch
dir was zu essen. Okay, Marti, super. Der kleinste Geburtstag aller Zeiten. Der ganz schön Torte. Oh, danke. Oh, perfekt, oh, super. Was ist das? Was ist das? Von wo? Nokia Shop. Nokia Shop? Danke. Du magst doch Kekse. Ja. Danke, Kriegst du morgen vom Postboten. Was hast du ihm bestellt? Er sieht es dann. Ja, aber er hat Geburtstag, er muss ja erfahren, was er bekommt. Nein, er hat gesagt, er will es dann sehen. Oh. Oh, ich kann sagen. Du willst es nur fürs Video, du kleine dreckige... Du Misset. So, das ist dein Vorletz von dir. Weißt du, was ich mit dir in Afghanistan angerichtet hätte, wenn du mich als deinen großen Bruder beleidigt hättest? Weißt du was? Ich hätte gesagt, Zarek, ich verzeihe dir, gar kein Problem. Denn ich wäre ein guter, großer Bruder. Zarek, du hast Lippen von Hailey Bieber irgendwie. Die erinnern mich an Hailey Bieber. Das ist wirklich so welche Lippen. Hier wird gegessen und die Familie ist glücklich. Wir sind alle glücklich, bis wir uns in den Schlaf weinen. Und Leute, übrigens, irgendjemand hat unter den Kommentaren geschrieben, dass ich ohne Bart aussehe wie Bernd das Brot. Okay? Danke dafür. Ich habe jetzt nichts da. Es gibt kein Foto von. Komm, mach die Catwalk da. Bitte schön am Gang. Okay. Mach dann alles. Sag noch Catwalk, warte. Komm, komm. Ich habe schon keine Jenner gelernt. Der Wochenvlog geht weiter. Wir sehen uns am nächsten Tag. Es ist einige Zeit vergangen, aber der Wochenvlog geht weiter. Und wir haben uns etwas Spannendes ausgesucht, um diesen Vlog weiterzuführen, okay? Es ist 7:40 Uhr in der Früh. Unser Leben war in letzter Zeit nicht so spannend. Ich habe viel geweint. Aber das ist egal, denn heute geht es um Sano Nuri. Sano Nuri, wie geht's dir? Was machen wir heute? Wir gehen heute zu meinem Match. Susanne hat Volleyball-Match. Sie hatte schon in der vergangenen Saison Matches, aber man durfte wegen Corona nicht zuschauen. Das ist das erste Mal, dass wir zuschauen können. Wichtig ist, dass du nicht nervös bist, okay? Deine ganze Familie oder deine halbe Familie kommt zuschauen. Und früher, als ich Fußball gespielt habe und Leute bei mir zugeschaut haben, war ich nervös. Ich hatte Angst, auf der Bank zu sitzen. Wenn du auf der Bank sitzt, mach dir keine Sorgen, okay? Aber wir tauschen, wir sitzen nicht in der Bank. Wir wechseln und die anderen motivieren dabei die anderen Leute. In deinem Kopf? Sei nicht nervös. Mein Kopf ist so geschlafen, Zana. Das sollte beim Match nicht sein. Nein. Mit der richtigen Einstellung schafft man in diesem Leben alles. Massi und unser Vater kommen auch mit. Und es kommen noch Freunde von uns. Wir wollen Zana unterstützen. Freunde und Friends. Ich dachte nur, die Familie kommt zuschauen. Warum kommst du? Sag dann, wenn ich lachen soll, okay? Meine größte Sorge ist, wenn ich dort zu spät komme, dass ich nicht mehr spiele. Wenn man zu spät kommt, dann spielt man nicht? Nein, nicht mehr. Ich will nur, dass du weißt, okay? Mach dir keine Gedanken, auch wenn du gar nicht spielst, okay? Das musst du wissen. Die Sache ist nur, mach dir keinen Kopf, spiel einfach und hab Spaß, ja. Okay? Sano, mein Vater und ich fahren mit dem Auto, weil wir haben einen Dreisitzer von unserem richtigen Auto. Wurde der Schlüssel geklaut vor 2-3 Monaten und mein Vater fährt deswegen mit so einem Dienstwagen jetzt rum, halt damit er zur Arbeit kommt, also mit einem Firmenwagen. Komplizierte Geschichte. Sano, die kleine Bienenreiterin, wird heute beim Volleyball gut spielen. Und gestern habe ich das auch gelernt, Asta. Das habe ich auch gestern gelernt. Oh. Aber ich wenn du das gestern gelernt hast, dann wird das echt ein Problem. Das ist der Wagen, mit dem wir fahren. Es ist ein Entführerauto, aber mein Vater entführt keine Menschen. Oh, shoot, I'm gonna meet you, ne? Shoot. Ja. Du hast ja schon einige Matches gespielt, wie liefen die? Wir haben oft verloren. Armin und Ali, sein Bruder, werden heute auch kommen. Und sie unterstützen Sano Nuri und sie unterstützen mich. Wieso dich jetzt? Nein, mit diesem Gott, wieso dich jetzt, hä? Sano, geht's heute nur um dich? Ja. Mama war der Mann im Haus, Vater war nicht da, Straße war wie mein Vorbild. Leute, ich habe mir Rheingold im Kino angeschaut. Das ist der Film von Qatar. Es ist ein richtig guter Film. Ab wann ist der? Ich glaube, du kannst ihn anschauen, aber du solltest ihn nicht anschauen. Weißt du warum? Ja, warte, hör doch zu. Schau, wenn ich rede, du hörst zu. Und wenn du redest, ich rede dazwischen, okay? Okay, passt. Das Gute ist, es ist ein guter Film. Das Schlechte ist, es gibt, ich glaube, in jeder zweiten Vorstellung in den Kinos Schlägereien. Weil die Leute Stress machen, ich schwöre dir. Es ist schon 8:08 Uhr. Wir sind bald da. Okay, finally. Finally. Hast du Englisch gelernt oder was? Komm, hau mal ein paar Sachen raus.
Hallo, du Motherfucker. Du bist Außenangreifer. Ja. Was genau machst du? Wir haben so ein System, das mich kompliziert macht. Es gibt ein System, das dich kompliziert macht. Aber ich weiß, wenn ich es geben soll, weil... Den Ball? Ja, den Ball, genau. Okay. Also ich weiß, ich bin in der Mitte, aber hinten, in der Mitte, hinten. Wir sind jetzt hier in Alterla in Wien. Es ist wichtig, dass du keine Schwäche zeigst. No, oder Schwäche, das ist schwach. Wir sind da, da ist die Halle. Die anderen kommen verspätet. Unser Auto ist unseren Vater parken. Heute ist nicht dein Tag, sondern mein Tag. Wieso dein Tag? Erklär's mir mal. Außer du gehst feiern. Ich gehe nicht. Hallo. Warum denkst du immer, dass ich feiern gehe? Weil es auch stimmt. So Leute, ich gehe nicht feiern. Sano erfindet das alles. Du hast Freitag feiern? Nein. Doch. Will ich nicht. Ich habe draußen auf einer Straße gewartet und habe Omas drüber geholfen, wenn die Ampel rot war. Also Lüge. 100 pro. Jeden Abend, wenn ich spät nach Hause komme, bin ich auf einer Straße, auf einer großen Straße. Und wenn die Fußgängerampel rot ist, dann trage ich Omas auf meinen Schultern drüber. Es war so lustig auf dem Weg mit Marci. Er ist einmal so gelaufen und geflogen. So sah Marci aus. Ich habe übrigens meine Brille mit, damit ich sehe. Ah. Deswegen würde ich bitten, wenn ich sie trage, nicht gefilmt zu werden. Warum? Danke. Warum? So halt, weil ich das nicht möchte. Dir ist klar, dass das nahezu unmöglich ist. Dir ist klar, dass es mir nahezu scheißegal ist. Ist es nicht unfair? Manche Leute müssen für das Sehen bezahlen und andere glückliche Leute wie ich, die als Kinder Karotten gegessen haben, eben nicht. Oh mein Gott, glaubst du immer noch daran? Ja, sicher. Ich habe Karotten gegessen und deswegen habe ich noch gute Augen. Oh, wow. Wow. Ja, das will ich haben, ja. Danke. Danke. Gerne für das aber nicht. Sarah hat gerade was gesagt. Was hast du gesagt? Wie lustig das aussieht, wenn alle Bälle in die Luft fliegen. Ist ja klar, dass das der erste Vlog ist seit unserer Portugal-Reise. Ja. Jetzt weiß ich, warum es mir so gut ging bis heute. Jetzt kommt eh Winterdepression. Leute, es ist auch eine Freundin von Sano da. Sie heißt Joanne, aber sie möchte nicht im Video sein. Joanne. Wie ist es, wenn die jüngere Schwester sportlicher ist? Fällen dir keine anderen Themen mehr ein für die Vlogs? Lass mich in Ruhe, Alter. Sahar studiert ja seit kurzem. Und ich hab dir gesagt, wir reden nicht darüber. Okay. Leute, Sahar lernt ja für eine Prüfung, egal für was. Sie lernt immer an meiner Uni, weil ich halt dort... Warte, wie meinst du an deiner Uni? Da, wo ich studiert habe. Ich bin halt an der Bib von der Bibliothek. Uni. Ja. Sie kann da nur hin, weil sie meine Karte hat? Nein, ich habe eine eigene Karte gemacht. Okay, gut. Ja, das Gute an der Uni ist, die Zeit fliegt. Ich war mehr auf mehr Studentenpartys als in der Uni. Und ich war mehr auf deiner Uni als du auf deiner Uni. Das ist das Ding. Sie war bisher in diesen letzten 2-3 Monaten öfter in meiner Uni als ich damals. Ja. Wenn wir die Studentenpartys nicht zählen. Aber das Wichtigste ist, die Uni-Zeit war eine sehr schöne Zeit. Wirklich? Nein. Aber kannst du es wirklich Uni-Zeit nennen, wenn du nie wirklich Uni gemacht hast in dieser Zeit? Ich ernähre eine ganze Familie. Okay? Bald fährst du eine ganze Familie nach Hause. Ja, mit meinem Führerschein. Und du sagst mir hier, kann ich das Uni-Zeit nennen? Natürlich, ich habe jedes Semester 20 Euro Gebühr gezahlt. Wir sind stolz auf dich. Danke, ey. Weißt du, was die Uni für eine Zeit ist? Die intelligenten Leute wie ich brechen es ab und die Idioten wie du machen weiter. Und es ist. Du hast recht. Ja. Holt das Beste aus euch raus. Genau. Lernt viel, lest viele Bücher. Ich lese auch jeden Tag 1-2 Bücher. Ja? Was liest du denn aktuell? Das Wort aktuell klingt sehr hoch. Kannst du ein anderes Wort verwenden? Ich habe es nicht ganz verstanden. Was liest du gerade? Ah, du meinst gerade. Ich lese gerade Franz Kafka, Die Verwandlung. Okay. Erzähl mir mal von Franz Kafka, Die Verwandlung. Kannst du es empfehlen? Also,
bei mir ist es grundsätzlich so, ich empfehle ein Buch erst, wenn ich es fertig gelesen habe. Weißt du, warum ich es nicht empfehlen würde? Weil stell dir vor, der Autor schreibt auf der letzten Seite, haha, war alles Spaß. Ich finde nur, dass du wiedergibst, was du bisher gelesen hast. Okay, also da ist ein Typ, er wacht auf als Käfer. Also er hat sich in einen Marienkäfer oder so einen Scheiß verwandelt und kann sich nicht bewegen und wird von seiner Mutter irgendwie geschlagen oder so. Aber wie gesagt, wenn auf der letzten Seite steht, haha, Spaß, war nicht so, dann würde ich nicht... Was heißt, haha, Spaß, war nicht so? Glaubst du wirklich, dass das wirklich so passiert ist? Dass der Typ sich in einen Marienkäfer verwandelt? Warum schreibt man es dann nieder, wenn es nicht passiert ist? Schreibt in die Kommentare, ob ihr dann eine Empfehlung vom Buch wollt, wenn ich fertig bin. Holt euch keine Empfehlung bei ihm. Aber weißt du, Sarah, ich find's auch echt scheiße von dir, dass du mich hier in so einem Licht dastehen lässt, so Uni-Abbrecher, als wäre ich dumm. Habe ich das Wort dumm gesagt oder du? Du. Wann habe ich das gesagt? Du gerade, als du gesagt hast, ob du das Wort dumm gesagt hast. Ja, aber wer hat es zuerst benutzt? Welches Wort? Ich oder du? Welches Wort meinst du? Sprich. Ich habe dich nur ausgefragt, warum es dazu gekommen ist, dass du pausiert hast. Ich habe meine Uni pausiert. Danke, dass du fragst, übrigens. Ich finde es immer wichtig, erst dann auf eine Frage zu antworten, wenn diese Frage gestellt wurde. Mhm. An 10 Tagen, an denen ich in der Uni war, war ich so an 7 davon schon sehr motiviert. Aber dann habe ich aufgehört, weil ich mich verletzt habe im Knie. Und dann hatte ich 3 Operationen. Und 3 Operationen, jetzt mal so nebenbei bemerkt, auf Spanisch heißt tres operaciones. Niemand hat gefragt. Ich weiß noch, als ich in deinen Schulsachen irgendetwas gesucht habe und dann deine Spanisch-Schularbeit gefunden habe, auf die du erstens einen 5er hattest und zweitens, wo stand Name Ali El Baba. In meinen 4 Jahren Oberstufe am Gymnasium, das waren sehr schöne 5 Jahre. Ich weiß doch, als du diese eine Englischschularbeit hattest, wo du einen Text geschrieben hast, wo du irgendein Mädchen geküsst hast und Mamai hat das dann gelesen und sie so, was ist das? Weißt du doch? Warum sagst du das auf YouTube? Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Also ich habe meine Uni abgebrochen, weil ich Operationen hatte. Und deswegen finde ich es auch scheiße von dir, dass du Dinge von dir gibst, ohne wirklich Informationen darüber zu haben. Du weißt gar nicht, wie es einem Mann wie mir ging, als ich verletzt in meinem Bett lag. Marci hat gerade was gesagt, dass wir nicht reinschneiden dürfen und nicht neidisch werden auf deine Schwester. Wenn sie einen Punkt macht, ich weiß, das wird in dir eine Wut auslösen heute, okay? Wenn sie einen Punkt beim Volleyball macht, du brauchst echt Hilfe. Aber wir glauben an dich, du schaffst das, okay? Du kommst dadurch, du studierst ja Psychologie, oder? Leute, schreibt Sarah, wenn ihr Probleme habt. Nein. Und wenn ihr Probleme bekommen wollt, dann schreibt Marci. Oder einfach dir. Nein, ich habe noch nie Menschen Probleme gemacht. Du gibst ihnen beste Tipps auf dem Weg dahin. Weißt du, wie gut ich darin bin? Nachts immer, wenn ich spät nach Hause komme, ja, warte ich du immer. Du sagst es. Ja, ja, ich sag dir, warum ich spät nach Hause komme meistens. Ich warte immer auf einer Hauptstraße, bis eine Fußgängerampel rot wird. Und dann sind da meistens Omas, die spazieren. Und dann trage ich die auf meinen Schultern und bringe sie rüber. Es ist immer so. Ich bin unter den Polizisten auch bekannt als der Oma-Träger. Okay? Die Omas, manchmal dürfen die meinen Rücken reiten über der Straße. Marci, was holst du dir? Ich schaue was. Leute, was? Er will sich Cola holen. Um 8 Uhr morgens. Sag jetzt, wo du Psychologie studierst. Nein, 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 nein. Wir reden nicht darüber. Welche Probleme würdest du bei mir so feststellen? Wo soll ich anfangen? Was ist mein größtes Problem? Aber bitte bedenke, jedes Wort könnte mich verletzen. Dann fangen wir nicht an. Sano, die Nummer 29 einfach. Ja. Yeah. Fragen mich, ob das für meinen Geburtstag steht, weil ich am 29.05. Geburtstag habe. Wir haben alle am 29. Geburtstag. Ja, aber vielleicht ist ihr die Nummer 29 auf ihrem Trikot mein Geburtstag und nicht deiner. Und genau das ist zum Beispiel eines deiner Probleme. Es geht immer nur um dich. Mir wurde gesagt, immer wenn ich etwas höre, was Negatives über mich, soll ich einmal tief durchatmen und im Kopf bis 10 zählen. Und wenn das Problem dann noch immer da ist, dann ist es ein echtes Problem. Ich
Lachst du gerade deine eigene Schwester aus? Weißt du, es macht so Spaß zu vloggen. Ich liebe es zu vloggen. Ja, aber weißt du, das Problem dabei ist, es macht nur dir Spaß. Sana! Ich will kein Geld geben. Sanas Team liegt zurück. Ah, oh, schaut mal, wer da ist. Oh, oh. Hallo Armin, wie geht's dir? Gut. Das Hallo. Ist schon alle. Salam Kubasin. Salam. Salam Kubasin. Wie ist das denn? Ja, hallo. Die Spielerin mit Nummer 29, sie stellt sich gut dar. Leute, sie haben verloren. Wir reden später darüber. Sano hat ihr Match verloren, aber sie spielen irgendwie nochmal. Wir haben es nicht ganz gecheckt, aber sie wärmen sich wieder auf und da ist der neue Gegner. Also das erste Spiel ist verloren gegangen. Mal sehen, wie es weitergeht. Dieses Spiel wird interessant. Über die dann gesprochen wird. Ja, Sano! Oh. Hier ist die Gang. Das ist Joanne. Wir nennen sie Joanne, weil ihre Mutter sie auch so genannt hat bei der Geburt. Leute, Sano ist da. Also ich finde, sie hat richtig gut gespielt. Ja. Also auch wenn die Mannschaft insgesamt verloren hat, habt ihr alle gut gespielt. Ja. Also Übung macht den Meister. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich hab's ernst genommen, aber ich dachte am Anfang, ich werde gut sein, aber nein, ich war scheiße. Nein. Schau. Ich hab einmal nur wegen drei der Punkte. Der Coach macht mich irgendwie so kritisch. Dieses System ist scheiße. Ich kann mir diesen Orten, wo bei 6-4 kann ich mir nicht merken. Können wir nicht einfach normal Volleyball spielen? Das war so. Sarah, aber jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seine Positionen. Ja, Sarah, warum lachst du? Warum lachst du jetzt? Ich musste nur gerade an etwas denken, was mir Nadine geschrieben hat. Was Unwichtiges fürs Video. Danke, dass du darüber lachst. Ich wollte nur die Gang hier mal auf dem Bett haben. Also. Ja. Halt im Video. Ja. Okay. Es hat uns gefreut, dass wir zu deinem Match kommen konnten. Wir hoffen, dass wir auch bald wieder kommen können. Okay, alle Hände drauf. Wir schreien 1, 2, 3, Sano. 1, 2, 3, Sano! Du bist uns nicht los. Ich werde wieder um 6:50 Uhr aufstehen. Ja, Joanne, richtig mal stark. Ich überleg's mir. Leute, Joanne ist einfach um 6 Uhr aufgewacht, Joanne. Was laberst du um 6:50 Uhr? Sano, chill, sie war halt... Wer hat heute mir... Das spielt keine Rolle, sie war für dich da heute. Ja. Sie war für dich da. Und ich werde fürs nächste Mal so ein Schild machen. Das war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um euer Leben zu verbessern. Und wenn ihr es nicht macht, bekommt ihr Haarausfall. Warte. Okay, Armin. Was zum Teufel ist das, Armin? Das war's, auf Wiedersehen und hasta la vista. Und jetzt bitte raus euch. Schönen Tag noch.